So, einer ruht sich bei Ihnen aus, wie ich gerade feststelle. Er schmusert so vor sich hin und ist selig an Mamas Busen zu liegen. Ist das richtig so? Ja, genau. Das ist zum Beispiel ein ganz beliebter Teddy bei meinen Enkelkindern. Ich habe also 9 Enkelkinder und jeder hat natürlich als erstes so einen Schlafteddy mit einer Spieluhr drin und die werden immer ganz gerne benutzt. Und deswegen dachte ich, zeigst du die hier auch mal. Naja, Kind braucht Kuschel und Kuschel ist der Teddy. Ist das richtig so? Ja, also der Teddy braucht natürlich auch seine Streicheleinheiten, das ist ganz klar. Und je abgeliebter er aussieht, umso erfolgreicher ist die ganze Arbeit. Ein Köpfchen, das man, mit dem man Theater spielen kann. Nein, ja, man kann eigentlich alles damit machen. In Anbetracht der Saison, die ja in 3 Wochen Ostern heißt, sind es erstmal die Eierwärmer. Ich habe es zu Hause ausprobiert, also die passen auf jedes Ei, egal wie groß. Und Wärme ist vorzüglich und dafür ist es erstmal gedacht. Man kann es natürlich auch, wie Sie schon sagten, zu Handpuppen umfunktionieren, wenn man den Hohlkörper quasi so lässt und nicht ausstopft. Oder, was ich auch schon überlegt habe, man kann auch kleine Schlummerbärchen draus machen, indem man unten nur noch ein Schnuffeltuch rannäht. Also da sind ja Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier ist es jetzt erstmal als Eierwärmer gedacht. Jetzt darf ich mal ganz kurz mal unterbrechen. Sie sagen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also ich gehe mal davon aus, dass alle Dinge, die, oder Dinge kann man nicht sagen, alle lieben Teddyseelen, die Sie hier darstellen, ja, aus Ihrem Gedanken entsprungen sind und nur versuchen, ins harsche Leben zu kommen. Richtig. Manche Anregung bekomme ich natürlich auch durch Schaufenster, durch Zeitschriften oder so. Da denke ich, Mensch, das ist eine gute Idee. Aber zum Beispiel, den muss ich Ihnen zeigen, das ist mein kernigster Typ hier. Das ist nämlich der Schmied. Und den Schmied, den gibt es sicherlich nicht nochmal auf der Welt. Also er hat einen richtig schönen dicken Bauch. Er trinkt natürlich auch viel Bier, weil es ja da beim Schmieden sehr heiß ist. Und hat eine echte Lederschürze. Und diesen Hammer, den hat mir einer meiner Enkel spendiert. Und das finde ich einfach klasse. Den finde ich am besten hier, zum Beispiel. Das ist das Urbild des Handwerkers. Ja, schlechthin.